vergangenen Samstag starteten die Lübeck Cougars in die neue Saison. Potsdams US-Quarterback Joseph Rice tankt sich zum ersten Touchdown für die Royals zum 7:0 durch. Sein Lübecker Gegenüber, Paris Mathison, leistet sich dagegen gleich im dritten Angriffsspielzug eine Interception, die Potsdam eine glänzende neue Ausgangsposition beschert. Max Martens nutzt die Gelegenheit, um per Field Goal aus 18 Yards Entfernung zum 10:0 zu treffen. Im zweiten Viertel dürfen dann aber auch die Cougar-Fans jubeln. Mathison bedient Lawrence Moore über 70 Yards zum 7:10 Anschluss. Erst Tore Wetzel und anschließend Ross Smith lassen die Royals mit ihren Touchdowns aber noch vor der Halbzeit auf 23:7 enteilen. Nach der Pause keimt Hoffnung bei den Cougars auf. Mathison auf US-Neuzugang Preston Bailey und es steht nur noch 13:23 aus Sicht der Berglöwen. Der Brite David Sowell entkommt aber im Gegenzug der Lübecker Verteidigung und stellt beim 30:13 den alten Abstand wieder her. Die Vorentscheidung fällt nach einem Ballverlust von Mike Cresovati so, dass der Cougars-Angriff nicht zurückschlagen kann. Und als die müde Cougars-Offense im letzten Viertel doch noch einmal in Ballbesitz kommt, steht Paris Mathison so sehr unter Druck, dass er den Ball nur noch wegwerfen kann. Das ist allerdings verboten und gibt zwei zusätzliche Zähler auf das Konto des Aufsteigers. Zwei Minuten vor dem Ende macht der Brite David Sowell die Cougars-Pleite zu Saisonstart endgültig perfekt.